Theo wünscht sich einen Hund. Susi hat's gut, sie hat einen Hund. Ja, und der Hund ist total süß. Also ich finde das überhaupt nicht fair. Ich will auch einen Hund haben, weil Hunde einfach toll sind. Wenn ich einen Hund hätte, würde ich ihn Bonbon nennen. Ja, der Name wäre schön. Wenn ich einen hätte, würde ich ihn Wuff nennen. Das wäre auch ein schöner Name. Wiedersehen, Elsie. Bis morgen, Theo. Mama, Papa. Wie war dein Tag? Der war ganz schön. Kann ich nicht einen Hund haben? Was willst du haben? Wie, einen Hund? Warum willst du einen Hund? Weil ich mich zu Hause langweile. Ich habe doch hier keinen einzigen Freund. Doch natürlich hast du hier einen Freund. Du hast doch Pop. Aber das ist doch nicht dasselbe. Wenn ich einen Hund hätte, dann könnte ich mit ihm spielen. Hör doch auf damit, Pock. Susi hat gesagt, dass man mit ihrem Hund ganz viel knuddeln kann. Das mag ja sein, aber wir knuddeln dich doch auch oft. Jeden Abend, wenn du ins Bett gehst. Und morgens, bevor du zur Schule musst. Und auch mitten am Tag, wenn du müde bist. Und ein Hund braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, man muss täglich mit ihm Gassi gehen. Ja, das weiß ich. Ich werde auch jeden Tag mit ihm rausgehen, gleich nach der Schule. Einmal am Tag reicht nicht. Ein Hund muss mehrmals täglich ausgeführt werden. Und er würde sich langweilen, wenn er den ganzen Tag allein ist. Aber ich würde doch mit ihm spielen, ganz fest versprochen. Jetzt hör doch auf damit. Ja, und wisst ihr was? Ein Hund würde auch das Haus bewachen. Zähl also jetzt hör mal, Hunde bellen und sie verlieren überall Haare. Und man muss sich andauernd um sie kümmern. Also ich finde das total unfair. Die Eltern von Susi sind so nett. Sie haben ihr einen gekauft. Ach, Theo. Wir können das nicht erlauben. Ich bin jetzt echt traurig. Oh, ich habe eine Idee. Ach du meine Güte. Einen Hund zu halten ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Man muss jeden Tag mit ihm spazieren gehen. Ja, ja, das haben mir Mama und Papa auch schon gesagt. Und wenn es dein Hund ist, finde ich es auch richtig, dass nur du ganz allein für ihn verantwortlich bist. Ja, ja, natürlich. Wieso will mir denn keiner dabei helfen, einen Hund zu haben? Weil man so eine Verantwortung ernst nehmen sollte. Ich meine, ein Hund ist kein Spielzeug. Ach, und da gibt es noch ein Problem. Welches denn? Naja, dein Opa reagiert auf Hundehaare leider allergisch. Oh nein, Opa, das tut mir sehr leid. Aber das macht gar nichts. Ich habe noch eine Idee. Wiedersehen. Solange ich in der Schule bin? Nein, mein Junge, das ist völlig unmöglich. Ich bin doch viel zu alt, um mich um einen Hund zu kümmern. Und ich kann auch mit meinem Stock gar nicht schnell genug laufen, weißt du? Oh, ja, okay. Kein Glück gehabt? Nein. Weißt du was? Wir beide gehen jetzt ein bisschen in den Garten. Ich muss ein paar Blumen einpflanzen. Ja, und während ich das tue, könntest du den Garten mal nach wilden Tieren absuchen. Da draußen sollen sich eine Menge rumtreiben. Wirklich? Ja, wirklich. Okay, ist gut. Hier ist kein wildes Tier. Sieh dir doch das mal an, Opa. Ich habe eine Schnecke gefunden. Oh ja. Aber Schnecken sind ja unheimlich faul und auch viel zu langsam. Finde ich auch. Sie sind furchtbar langsam. Lass uns nach anderen Tieren suchen, ja? Tja, also ich muss mich noch ein bisschen um den Garten kümmern und du suchst hier noch ein bisschen weiter. Einverstanden? Ja, okay. Wow, eine Eidechse. Wo bist du denn, Eidechse? Ein Ameisenhügel! So viele Ameisen! Opa hatte recht. Also hier laufen hier haufenweise Tiere im Garten rum. Die sind winzig, mit denen muss man nicht spazieren gehen und sie haaren auch kein bisschen. Das sind ja tolle Haustiere.
Na, mein Junge, hast du denn Spaß? Oh ja, und wie! Perfekt! Willkommen in eurem neuen Zuhause. Na, wie sieht's aus? Was hast du denn gefunden? Stopp! Das soll eine Überraschung sein. Es ist noch nicht ganz fertig, das Haus für meine Ups. Ameisen, aha. Warte. So, jetzt darfst du gucken, Opa. Oh, du hast also ein Terrarium gebaut. Das hast du sehr gut gemacht. Was habe ich gebaut? Naja, du hast gerade ein Terrarium. Opa, ich habe eure Lieblingskekse gebacken. Oh, unsere Lieblingskekse. Die verstecken wir aber vor den Ameisen. Los, Ameisen, kommt! Ach, eine Frage, Theo. Ich würde gern wissen, was in der Dose ist. Ich habe das Gefühl, dass sich da etwas bewegt. Ja, ja, ich habe vorhin ein Tee da... Ja, er hat ein Terrarium gebaut. Das ist ein Ameisenhügel in der Dose. Und ich habe viele Ameisen reingetan. Sieh mal. Ich glaube, deine Eltern können sich auf eine Überraschung gefasst machen. Sie werden sich freuen, weil es kein Hund ist, sondern nur Ameisen sind. Würdest du wieder den Deckel drauf tun? Ich mag Ameisen nicht besonders. Aber die sind doch ganz lieb. Ach, Theo, würdest du noch mal mit in den Garten kommen und mir beim Pflanzen helfen? Ja, na klar, das mache ich. Bis später. Ah, verschwindet! Na los, macht los, komm! Hört ihr, ich hab gesagt, ihr sollt verschwinden! Oma? Seht mal, die Ameisen sind entkommen. Keine Sorge, die fangen wir alle wieder ein. Hör zu, wir müssen diese Ungeheuer so schnell es geht wieder aus dem Haus schaffen. Sonst werden wir noch mächtig Ärger kriegen. Ja, genau. Such Sachen zusammen, aus denen man eine Absperrung bauen kann. Das reicht. So, und jetzt müssen Sie nur noch Ihren Weg nach draußen finden. Opa, es funktioniert nicht. Nanu. Also mein Vater hat mir erzählt, dass Ameisen immer ihrer Königin folgen. Wir müssen nur die Königin ausfindig machen und sie rausbringen. Dann laufen die anderen ihr nach. Und woher wollen wir wissen, welche die Königin ist? Trägt sie etwa eine Krone? Nein, nein, sie trägt keine Krone. Sie ist einfach nur etwas größer als die anderen. Ich hab sie gefunden! Vorsichtig, tu ihr nicht weh. Hallo, Ameisenkönigin. Sieh mal! Die anderen Ameisen sind ja genauso groß wie Sie. Oh ja, das ist wahr. Dann habe ich mich wohl geirrt. Ja, und was wollen wir denn jetzt tun? Hey, ich weiß was. Unsere Lehrerin hat uns die Geschichte von diesem Rattenfänger erzählt. Er hat die Ratten dazu gebracht, ihm zu folgen, indem er auf der Flöte gespielt hat. Würde das denn auch bei Ameisen klappen? Das ist eine ganz tolle Idee, Theo. Lass es uns doch versuchen. Würdet ihr zwei mir mal sagen, was hier los ist? Oh nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das hier für ein Chaos? Die Ameisen, sie sind ja immer noch da. Hock, du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich weiß was. Gleich werdet ihr staunen. Hier, Ameisen, feine Kekschen. Gut gemacht, mein kleines Zebra. Du bist wirklich clever. Oh, ach, ich danke dir, Theo. Nein, das war doch Pocks Idee. Pock, sei mir nicht böse. Weißt du, ich will gar keinen Hund mehr haben, denn ich habe ja schon längst einen besten Freund. Und zwar dich.
Postbote. Oh Mann, womit soll ich denn bloß spielen? Ja, ich weiß, Pock. Es ist wahnsinnig schwer, sich zu entscheiden, weil man so viel machen kann. Es hat geklingelt. Vielen Dank. Wow, das sind aber ganz schön viele Briefe. Ja, das ist wahr, Theo. Der Postbote war sehr fleißig. Also einer ist für Papa und der ist für dich, Opa. Dankeschön. Der ist für dich, Oma, und Uroma hat auch einen bekommen. Keiner für mich? Nein, tut mir leid, Theo. Oh, ach, sieh doch mal, mein Junge. Ich glaube, da ist ein Brief übersehen worden. Der ist ganz bestimmt für mich. Nein, doch nicht. Der ist für einen Mr. Zigmore. Ja, aber wer ist denn Mr. Zigmore? Und warum bekommt er einen Brief und ich nicht? Und der wohnt ja noch nicht mal hier, oder doch? Nein, Theo, er wohnt woanders. Der Postbote hat ihn wohl aus Versehen hier abgegeben. Naja, den werde ich wohl wieder zurück zur Post bringen. Darf ich bitte mitkommen? Darf ich? Ja, sicher, natürlich darfst du. Ja! Du, Mama, wir hatten doch jetzt eigentlich vor, zur Post zu gehen, oder? Ja, das ist richtig, Theo. Einen wunderschönen guten Tag. Womit kann ich denn heute dienen? Hallo, guten Tag, Mr. Zoe. Dieser Brief kam heute bei uns an, aber der ist gar nicht für uns. Ja, genau. Dieser Brief ist nämlich für einen Mr. Zigmore. Und ich habe leider überhaupt keinen Brief bekommen. Ah, ein Zustellungsproblem. Da müssen Sie wohl mit dem Postmeister sprechen. Einen Moment, bitte. Da sind Sie ja wieder, Mr. Zoe. Ich bin der Postmeister Zoe. Ah, Entschuldigung. Postmeister Zoe, verstehe. Eine Frage. Haben Sie irgendwelche Briefe für mich, Postmeister Zoe? Nein, für dich sind keine dabei, Theo. Oh. Ich werde mir den Brief mal genauer ansehen. So, und damit er abgeschickt werden kann, lege ich ihn hier rein. Wow! Fertig. Und schon morgen früh wird Mr. Zigmore den Brief in seinem Briefkasten vorfinden. Vielen Dank, Mr. Zoe. Postmeister Zoe. Ich meine, also vielen Dank, Postmeister Zoe. Es war mir ein Vergnügen. Ich werde mein eigenes Postamt aufmachen. Es macht bestimmt ganz großen Spaß, Briefe zuzustellen. Ja, das ist eine gute Idee, Theo. Hallo, mein Junge. Nanu, was ist denn hier auf einmal passiert? Ist das etwa ein Postamt? Ja, genau, Opa, mit meinen ganz speziellen Theo-Briefmarken. Hohoho, die gefallen mir. Aber ich habe ja hier überhaupt nichts, was ich abschicken kann. Na, da mach dir mal keine Sorgen. Wir werden bestimmt ein paar Postkunden für dich finden. Vielleicht haben wir ja schon jemanden. Ah, na, da ist sie ja, Uromas Haarbürste. Ich vergesse immer wieder, sie ihr zurückzugeben. Das ist kein Problem, denn Theos Postamt wird sie einfach für dich befördern. Ah, also das ist ja wundervoll. Zuerst brauchst du einen Briefumschlag. Hier, bitte. So, und jetzt kann sie befördert werden. Vielen Dank, Theo. Nein, ich bin jetzt der Postbote, Theo. Ach, so ist das. Dann danke, Postbote, Theo. Und da du so ein ausgezeichneter Postbote bist, könntest du das hier vielleicht zu deinem Opa bringen? Na klar, ich bring gern die Post von nah nach fern. Opa hat gesagt, dass du hier ein Postamt eingerichtet hast. Wir haben hier ein paar Päckchen, die abgeschickt werden müssen. Eins für Mama. Ja, und ich habe hier eins für Mr. Zoe. Aha, vielen Dank.
nochmal bitte. Ja, recht vielen Dank, Theo. Nein, Postbote Theo. Ach ja, ich verstehe. Postbote Theo. Und weil du deine Arbeit so gut machst, habe ich hier auch gleich eine Sondereilzustellung für dich. Wow, recht vielen Dank. Dieses Päckchen muss unbedingt zu deiner Freundin Elsie gebracht werden. Sobald ich meine Päckchen bei Mama und Opa abgeliefert habe, werde ich es ihr bringen. Sie können sich auf den Postboten Theo verlassen. Mama, ich habe hier ein Päckchen für dich. Es ist von Oma. Ah, gut. Danke schön, Theo. Gut, dass du gerade da bist. Ich habe nämlich noch viel mehr Päckchen für dich. Wow! Für wen sind die denn alle? Das große ist für Papa, das kleine für Oma und diese Schachtel hier ist für Uroma. Und ich habe hier noch eins für Elsie und dann noch eins für Opa. Na, das sind aber sehr viele Päckchen, Theo. Soll ich dir auf alle Päckchen raufschreiben, für wen sie sind? Nein, habe ich alles im Kopf. Ich bin doch der Postbote. Eine Sondereilzustellung für Elsie. Was denn, ein Päckchen für mich? Dankeschön, Theo. Theo? Hm, ich glaube, der ist nicht für mich. Schade. Theo? Hä? Das ist hundertprozentig nicht für mich. Und die war sicher auch nicht für mich gedacht. Oh nein! Ach, Opa, ich bin überhaupt kein guter Postbote. Ich hätte auf die Päckchen raufschreiben sollen, für wen sie sind. Tja, weißt du was, Theo? Das machst du dann beim nächsten Mal. Hm. Du brauchst unbedingt einen Postkasten. Was? Einen Postkasten? Ja, wenn du ein echter Postbote sein willst, holst du deine Post aus dem Postkasten. Sehr gut, eine ganz tolle Idee. Da kann jeder draufschreiben, für wen die Päckchen sind. Und sie dann in meinen neuen Postkasten legen. Dann kannst du dir auch sicher sein, alle Päckchen an die richtigen Personen auszuliefern. Klasse! Oh! So, wir haben jetzt alle Päckchen noch mal neu gepackt, Theo. Also, wärst du soweit? Ja! Uroma, wir haben einen Postkasten. Halt, warten Sie bitte, Herr Postbote. Ich habe hier auch noch eins. Junge, jetzt weißt du bei allen Päckchen, an wen sie ausgeliefert werden sollen. Ja, das ist wahr. Na, dann geh jetzt mal los und mach deine Arbeit. Also, das erste hier ist für Oma. Oh, das ist ja wundervoll. Dankeschön. Das muss das Buch sein, auf das ich schon gewartet habe. Freue ich mich aber. Ich danke dir sehr. Es war mir ein Vergnügen. Hm. Hey, hallo, Papa. Das hier ist für dich. Gut, danke schön. Ah, ja, die brauche ich ganz dringend. Jetzt habe ich nur noch ein Päckchen. Zustellung für Elsie. Oh, vielen Dank, Postbote Theo. Ich hoffe, dass es diesmal für mich ist. Sicher, steht ja deutlich dein Name drauf. Hey, meine neue Puppe. Ah, bist du denn mit deinem Päckchen wirklich schon durch, Theo? Tja, also ich denke, es wäre besser, wenn du deinen Postkasten nochmal überprüfst. Gut, ich werde nachsehen. Für mich, an Theo, den allerbesten Postboten der Welt. Der ist ja von der ganzen Familie. Ich danke euch allen.
Detektiv Zeo. Sie haben mich auf frischer Tat ertappt, Mr. Wellington. Ja, du musst schon ein bisschen früher aufstehen, um mich zu überlisten. Mich, Boots Wellington, Detektiv. Hm? Boots Wellington, Detektiv. Ja! Boots Wellington, der ist toll. Klare Sache, wenn ich groß bin, will ich auch Detektiv werden. Also, Puck. Ich werde dich verhaften. Und zwar wegen des Besitzes von Federn. Ha, da kannst du noch so viel flattern. Aber vor Zeo Zebra warst du... Zeo, hast du dir wehgetan? Nein, Mama. Es geht mir gut. So ein läppischer Tisch kann mich doch nicht besiegen. Ich bin immerhin Zeo Zebra, Detektiv. Oh, du bist heute also Detektiv, Zeo. Ja, Ma'am, genau. Stets zu Ihren Diensten. Na dann viel Glück beim Lösen Ihrer kniffligen Fälle. Hm, richtig. Ich brauche jetzt ganz dringend einen Fall, den ich lösen kann. Das hört sich interessant an. Hey, hallo, Uroma. Oh, hallo, mein Junge. Uroma, was ist los? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Doch, doch, alles bestens. Sag mal, hast du was verloren? Ja, leider, Zeo. Ich hab mein Gebiss verloren. Oh, klasse! Oh. Nein, ich meine, das tut mir sehr leid für dich. Aber ich kann dir helfen. Weißt du, ich will später mal Detektiv werden. Und das ist genau die richtige Aufgabe für Zeo Zebra, Detektiv, okay? Also, Uroma, fangen wir mal ganz von vorne an. Wo hast du dein Gebiss das letzte Mal gesehen? Uroma, ist dir jemand aufgefallen, der sich seltsam benommen hat? Nein. Wann hast du dein Gebiss zum letzten Mal gesehen? Ja, also das war gestern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es dabei hatte, als ich zum Abendessen zu deinen Großeltern ging. Das weiß ich genau. Aha, au! Der Nebel lichtet sich. Nur keine Sorge, Uroma. Ich werde diesen Fall lösen. Sonst will ich mich nicht länger Zeo Zebra, Detektiv, nennen. Oh, was ist das für ein Geräusch? Mäuse? Oh, keine Mäuse. Hallo, Zeo. Hallo, Opa. Hallo, Oma. Du sag mal, was machst du denn da unten? Ich bin Detektiv, Opa, und ich suche nach Hinweisen. Aha, na, wenn das so ist, dann brauchst du ein Vergrößerungsglas. Jeder gute Detektiv braucht sowas. Komm mal mit. Moment, ich weiß genau, dass ich es hier irgendwo hingelegt habe. Aber hier liegt es nicht. Ah! Hey, Opa, wer ist das? Hm? Das bin ich mit deiner Oma an unserem Hochzeitstag. Das hast du gut gemacht. Ich habe das Bild schon sehr lange gesucht. Ich wollte einen Rahmen dafür bauen und es dann deiner Oma schenken. Und das mache ich auch noch, sobald ich das Vergrößerungsglas für dich gefunden habe. Naja, also... Ah, da ist es ja. Hoppla. Entschuldige bitte, Puck. So, das kannst du haben. Vielen Dank, Opa. Entschuldige bitte. Also das verstehe ich nicht. Wo ist sie denn nur? Was ist denn, Liebling? Ich habe heute im Büro einen Termin mit meiner Chefin. Und ich wollte die Krawatte tragen, die sie mir zu Weihnachten geschenkt hat. Aber ich finde sie nicht. Meinst du die hier? Ah, ja. Das hast du gut gemacht, Zeo.
Woher hast du denn gewusst, dass ich sie gesucht habe? Na, ich bin doch Detektiv und außerdem habe ich gehört, was du gesagt hast. Ich finde es übrigens schade, dass du sie wiedergefunden hast. Sie ist grauenvoll. Oh. Und wonach bist du jetzt auf der Suche, Theo? Ich suche das Gebiss von Uroma. Ach, wirklich? Sie hat es verloren. Und das ist mein erster großer Fall. Und Theo Zebra, der clevere Detektiv, wird diesen Fall lösen. Eine Frage, Ma'am. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wo sich Uroma gestern überall aufgehalten hat? Ja, also gestern bin ich mit Uroma in Mr. Zoes Laden gegangen, um einzukaufen. Danke, Mama. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie dort ihre Zähne verloren hat, Theo. So, meine Kleine, wäre das dann alles? Ja, danke, Mr. Zoe. Hallo, Mr. Zoe. Guten Tag, Theo. Ich suche ganz dringend ein Gebiss. Was? Hä? Ein Gebiss suchst du, ja? Dann warte einen Moment, ich werde mal sehen. Ein Gebiss. Na, wie wäre es denn damit? Diese Beißerchen sind doch wirklich nicht zu verachten, findest du nicht auch? Ja, die sind absolut toll, aber ich suche eigentlich das Gebiss von meiner Uroma. Oh nein! Entschuldigung, ich wollte dich wirklich nicht erschrecken, Elsie. Tut mir sehr leid. Sie haben mich gar nicht erschreckt. Ich suche meine Geldbörse. Sie ist weg. Nur keine Sorge, Elsie. Theo Zebra, der große Detektiv, wird sie schon wiederfinden. Mhm. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Na, auf dem Weg hierher. Aha, vielleicht ist sie dir unterwegs aus dem Korb gefallen. Hä? Los, komm, Pock. Wir haben jetzt keine Zeit, um uns auszuruhen. Wir müssen einen Fall lösen. Sekunde! Ist das deine Geldbörse, Elsie? Das hast du echt gut gemacht. Du hast sie gefunden. Natürlich, dafür sind wir Detektive ja da. Aber mein braver Assistent hat mir schon ein kleines bisschen geholfen. Wir haben nur unsere Arbeit getan, Ma'am. Und jetzt muss ich das Gebiss finden. Hallo, Theo. Der Rahmen ist fertig. Wie findest du ihn? Super. Ganz toll, Opa. Hattest du Glück bei deiner Detektivarbeit? Ich habe Papas Krawatte und Elties Geldbörse gefunden, aber Uromas Gebiss leider nicht. Ach, das wirst du sicher auch finden. Theo, ich habe eine Idee. Du kommst mit mir mit und dann geben wir deiner Oma das Bild. Na, was führt ihr zwei Schlingel denn nun schon wieder im Schilde? Überhaupt nichts. Wir führen gar nichts im Schilde. Achtung, ich hab was für dich. Hm? Oh nein, das ist ja nicht zu fassen. Unser Hochzeitsfoto. Und du hast auch noch einen Rahmen dazu gemacht. Und mein Strickzeug. Wo ist denn mein Strickzeug? Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wir beide kamen rein. Na, was führt ihr zwei Schlingel denn nun schon wieder im Schilde? Und dann... Oh nein, das ist ja nicht zu fassen. Da ist es! Oh, das hast du sehr gut gemacht, Theo. Das war perfekte Detektivarbeit. Ja, aber die Zähne von Uroma habe ich noch immer nicht gefunden. Ich muss diese Nuss knacken. Hallo, Theo. Hast du mein Gebiss gefunden? Nein, leider nicht. Ich habe ein Foto von Opa gefunden, die Krawatte von meinem Papa und Elties Geldbörse. Sogar das Strickzeug von Oma habe ich gefunden. Nur dein Gebiss macht mir nach wie vor Schwierigkeiten. Ja, du hast es wenigstens versucht. Und das ist die Hauptsache. Jetzt essen wir ein paar Erdbeeren und vergessen dieses alberne Gebiss. Nanu? Ich hab dein Gebiss gefunden! Es hat die ganze Zeit hier auf dem Stuhl gelegen. Oh, danke, das hast du sehr gut gemacht, Theo. Tja, Ma'am, ich bin eben Theo Zebra, der clevere Detektiv. König Theo. Will denn keiner eine Prinzessin, die sich im tiefen, dunklen Wald verirrt hat, retten? Doch, ich, Sir Theo,
werde euch gleich mit meinem treuen Knappen in Sicherheit bringen. Mit Pock. Da bin ich aber froh. Also, Ritter Zeo, dann führt mich wieder zurück ins Elziland. Mhm. Da wären wir. Ihr seid gerettet, Prinzessin. Vielen Dank, tapferer Ritter. Habt ihr vielleicht irgendeinen Wunsch? Ich wäre gern König, bitte sehr. Nein, das kannst du vergessen. Aber Elzie, also wenn man Ritter und Prinzessin spielt, dann rettet doch der tapfere Ritter immer die Prinzessin und wird dann König. So lauten nun mal die Regeln. Nicht bei diesem Spiel, denn das hier ist Elziland und ich werde Königin Elzie sein. Okay, dann werde ich wohl losziehen müssen, um mir mein eigenes Königreich zu suchen. Das ist mein Königreich, Pock. Und ich nenne es Zeoland. Und du darfst gern mein königliches Maskottchen sein. Und da ich nun das Sagen habe, wollen wir allen die gute Nachricht überbringen. Hört mal her, ich muss euch was sagen. Dann mal los. Ich wollte euch die Nachricht überbringen, dass wir jetzt in Zeoland leben. Und der König von Zeoland bin ich. Also von heute an hab ich ihr das Sagen. Ach wirklich, Zeo? Aber wenn du jetzt der König bist, dann brauchst du doch auch eine Krone. Oh, daran hatte ich ja gar nicht gedacht. Aber es stimmt, ein richtiger König braucht doch auch eine Krone. Bin ich ein richtiger König, wenn ich eine Krone finde? Wenn du bis zum Mittagessen eine Krone gefunden hast, wirst du am Tisch selbstverständlich einen Ehrenplatz bekommen, weil du der König bist. Yippie! Ja, ich werde der König sein! Aber in einer halben Stunde musst du die Krone gefunden haben. Ich werde König! Ich werde König! Weißt du was? Ich werde König. Was denn? Du wirst König? Ja, genau. Aber ich brauche eine Krone. Weißt du, wo ich eine finden könnte? Leider nicht. Und ich glaube auch nicht, dass hier unbenutzte Kronen herumliegen. Aber als König wirst du auch einen Thron brauchen. Aber was ist denn ein Thron? Ein majestätischer Sessel, der mit kostbaren Edelsteinen geschmückt ist. Und das bis zum Essen. Oh, das ist ja wundervoll. Eine Krönung beim Mittagessen. Wie aufregend. Was ist denn eine Krönung? Das werde ich dir jetzt erklären. Also pass auf, wenn ein König zum ersten Mal seine Krone aufsetzt, dann nennt man das eine Krönung, verstehst du? Dann muss ich mich aber beeilen. Es wäre doch echt verrückt, wenn ich meine eigene Krönung verpasse, oder? Hallo, Opa. Hallo, Oma. Schönen guten Tag, mein Junge. Also, wenn ich es schaffe, bis zum Essen eine Krone und einen Thron zu finden, dann werde ich am Tisch einen Ehrenplatz bekommen, weil ich der König von Zeoland bin. Dann leben wir also in Zeoland. Ich werde wirklich sehr stolz sein, einen König zum Enkel zu haben. Und nun brauchst du natürlich noch eine königliche Robe, und zwar in Purpur. Was anderes kommt gar nicht in Frage. Was? Eine Robe auch noch? Ach Mann, so ein Mist. So viele Sachen kriege ich doch nie bis zum Mittagessen zusammen. Nein, das werde ich niemals schaffen. Weißt du, ein König braucht auch einen königlichen Berater. Und ich würde sehr gern dein königlicher Berater sein. Eine tolle Idee, Opa. Komm mit. Ja, ist gut, Zeo. Na, dann wollen wir mal sehen. Zuerst eine Krone. Aha. Na, wie sehe ich denn aus? Tja, wie eine Stehlampe. Ja, wie wäre es denn damit? Nein, ich brauche etwas, das mehr wie ein Hut aussieht. Ah, weißt du was? Eine Papierkrone würde es doch auch tun. Hey, lass mich mal probieren, ja? Tada! Na also, schon ist die Krone fertig. Das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt brauche ich noch einen majestätischen Thron. Zu schmucklos. Nein, viel zu klein. Ja, genau. Zeo, bist du schon bereit, König zu werden? Wir werden gleich essen. Noch einen Moment. Kann ich mir das ausleihen? Ja, natürlich. Danke sehr. Das glänzt ja so schön. Also, du brauchst ja für deinen Thron noch wertvolle Juwelen. Wie wär's denn mit denen? Tada!
Papa, das sieht wirklich ganz toll aus. Wow! Na siehst du, nun fehlt nur noch eins. Also, wo kriegen wir jetzt eine purpurne Robe her? Ganz einfach, Papas Bademantel. So ein Käse. Der ist ja blau und nicht purpur. Wo finde ich denn hier etwas in Purpur? Noch 5 Minuten. Oh, oh, nur noch 5 Minuten. Oh, ist das Essen fertig? Ja, ja, in 5 Minuten. Also ich brauche was in Purpur für meine königliche Robe. Darf ich vielleicht eine Decke haben? Ja, die kannst du gern haben. Aber die ist leider nicht purpur, das ist Lavendelfarben. Lavendelfarben? Nein, das geht nicht. Ich finde einfach nicht die richtige Farbe. Noch 1 Minute. Oh nein, noch 1 Minute! Oma, dürfte ich das vielleicht mal haben? Ja, natürlich. Das kann ich dir gern borgen. Ja, ich hab's geschafft! Wuhu! Achtung! Es ist mir ein großes Vergnügen, den König von Zeoland zu krönen. König Zeo der Erste. Und jetzt ein dreifaches Hurra für den König. Hip, hip! Hurra! Gleich nochmal. Hip, hip! Hurra! Hurra! Und jetzt nochmal. Hip, hip! Hurra! Hurra! Ach, es geht doch nichts über eine schöne Krönung. Ja, mit einem Krönungskuchen. Da ich jetzt König bin, werde ich heute ein paar sehr wichtige Entscheidungen treffen. Oh, aha, und was für Entscheidungen, Majestät? Also was wir alle nach dem Essen spielen werden. Und wann ich abends immer ins Bett muss. Und was für ein Eis wir essen werden. Und auf welcher Seite im Bett ich schlafen werde. Und an welchen Tagen ich zur Schule gehe. Die Frage ist, ob ich überhaupt noch zur Schule gehen werde. Also ich würde ehrlich gesagt gern das letzte Stück Kuchen haben. Nun, das tut mir leid, aber ich will das letzte Stück Kuchen. Ich bin der Vater des Königs. Oh. Ich bin immerhin der königliche Berater. Das hier ist mein Kuchen. Nein, meiner. Ach, so geht das nicht weiter. König Zeo, es hilft nichts, Majestät. Ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen. Wer soll das letzte Stück Krönungskuchen kriegen? Also da wir nur noch ein Stück haben, aber zwei sich so heftig darum streiten, würde ich euch vorschlagen, teilt es euch doch. Teilen? Ja, ihr schneidet das Stück einfach durch. Oh, einverstanden. Einverstanden. Das war eine sehr weise königliche Entscheidung, Majestät. Das hat mir gefallen. Puh, aber es gibt ja noch sehr viel mehr Entscheidungen, die ihr treffen müsst, König Zeo. Oh ja, sehr richtig. Da wäre die Frage, wer darf morgens als Erster ins Badezimmer? Das müsst ihr entscheiden. Und wer muss denn zum Beispiel diese Woche abwaschen? Und wann ist dann wer damit dran, den Müll rauszubringen? Also ich weiß nicht, ob ich es mag, König zu sein. Entscheidungen zu treffen ist sehr schwierig. Aber das ist die Aufgabe eines Königs. Würde es euch was ausmachen, wenn ich nicht mehr König bin? Papa könnte mich doch vertreten. Wie findet ihr das? Ist gut in Ordnung, Zeo. Also wenn du das wirklich unbedingt willst. Ja, das will ich, Papa. Ich kröne dich zum König. Hip, hip, hurra! Hurra! Und das bedeutet, dass du die Königin bist, Mama. Ich finde es ja viel schöner, wenn ich euer kleiner Prinz bin. Ach, das warst du doch schon immer, mein kleiner Zeo. Und das wirst du auch immer bleiben. Hurra! Hip, hip, hurra! Ist denn noch Kuchen da? Hallo Zeo, wie gefällt es dir, König zu sein? Ich hab die Krone abgegeben. König zu sein hat gar nicht so viel Spaß gemacht, wie ich dachte. Wie läuft's denn so in Elziland? Ach, ich hab die Krone auch wieder abgegeben. Als Königin muss man so viele Entscheidungen treffen. Also, da habe ich es doch viel besser, einfach nur Prinzessin zu sein. Ja, okay, dann bin ich dein tapferer Ritter. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in den dunklen, dunklen Wald, um Drachen ausfindig zu machen. Oh ja! Sieh mal, ein Drache! Rette mich, tapferer Ritter! Aber natürlich, heute Prinzessin! Zeos Fahrrad. Ha ha ha!
kommen. Wollen wir ein bisschen spazieren fahren? Nein, ich habe doch gar kein Fahrrad. Ach ja, habe ich vergessen. Kannst du dir nicht eins leihen? Ja, vielleicht. Du, Opa, wie findest du hier eigentlich jemals etwas wieder? Also, da ich ja grundsätzlich nie etwas wegwerfe, weiß ich auch ganz genau, dass das, was ich suche, hier irgendwo sein muss. Und dann stelle ich eine Kiste dahin und die andere dorthin. Aha, da ist es ja. Ist es nicht herrlich? Das ist mein altes Fahrrad. Der Korb ist aber ganz schön groß, oder? Ja, das ist auch sehr praktisch. Und der Sattel ist ja so hoch. Ach, den kann man ganz leicht verstellen. Naja, ist denn das Fahrrad nicht ein bisschen zu groß für mich, Opa? Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich muss nur einiges verstellen und dann ist es perfekt. Hallo, Zack. Oh, wow. Unglaublich, wann hast du denn dieses Wahnsinnsfahrrad bekommen? Gestern, meine Mama hat es mir geschenkt. Du bist echt so ein Glückspilz, Elsie. Oh. Ja, ich weiß. Das müsste die richtige Höhe für dich sein. Nun versuch es doch mal, Theo. Na also, es geht doch. Die Pedale hauen hin und an den Lenker kannst du auch rankommen. Aber das Vorderrad ist doch platt. Das Loch ist ganz klein. Oh Mann, dann kann ich das Fahrrad doch jetzt überhaupt nicht benutzen, Opa. Ach Unsinn, das werde ich in ein paar Minuten in Ordnung bringen. Ach, habe ich dir denn schon erzählt, dass ich mal ein ganz großes Rennen in Frankreich gewonnen habe? Und zwar mit diesem Rad. Tja, Theo, das waren noch Zeiten. Hast du Lust, ein bisschen mit mir zu schaukeln, Elsie? Nein, tut mir leid, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich warte auf Theo. Super, Elsie, dann können wir doch alle zusammen ein bisschen schaukeln, oder? Nein, wir wollen ein bisschen Fahrrad fahren. Ihr wollt Fahrrad fahren? Ist ja cool. Kann ich vielleicht mitkommen? Aber du hast doch gar kein Fahrrad, oder? Theo doch auch nicht. Ja, er borgt sich eins. Ich kann mir doch aber auch eins borgen. Aber Theo wird bald hier sein. Das ist doch völlig egal. Ich werde euch ganz sicher einholen. Ein anderes Mal, ja? Wenn du ein eigenes Fahrrad hast, dann werden wir auch jeden Tag fahren. Versprochen. Und nun ist es so gut wie neu. Vielen, vielen Dank, Opa. Das ist, perfekt. Ja, ich hab gewonnen, Elsie. Oh, na, mit solchen Bremsen kann man ja super schnell anhalten. Also, dein Fahrrad ist ja wirklich ganz schön schnell, Opa. Vor 50 Jahren ist das noch ein hochmodernes Fahrrad gewesen. Aber hab ich dir denn schon erzählt, dass ich dann... Aber dieses Mal werde ich gewinnen. Nein, das wirst du nicht. Haha, Überraschung. Zack. Ja, jetzt mache ich mit.
hast du dir wehgetan? Ist dir irgendwas passiert? Alles okay. Aber mein Roller ist kaputt. Na los, komm. Wir sammeln jetzt erstmal alle Teile ein. Ja, aber wozu denn? Das Ding ist doch ein völlig nutzloser alter Roller. Das kann man nie wissen. Also, dein Fahrrad ist ja viel zu groß für mich, Theo. Sag Vorsicht. Ein Unfall für heute reicht völlig. Mein Fahrrad, es fährt nicht mal weiter. Du hast einen Platten. Aber das Fahrrad ist doch ganz neu. Tja, vielleicht bist du über einen spitzen Stein gefahren. So was Doofes. Keine Sorge, ich kenne da jemanden, der das reparieren kann. Opa, der Roller ist kaputt und Elsies Fahrrad hat einen Platten. Na, das ist doch mal eine Herausforderung. Mein neues Fahrrad ist kaputt, aber dein altes läuft ganz super, Theo. Das ist auch ein ganz besonderes Fahrrad. Opa ist damit vor vielen Jahren ein ganz großes Rennen gefahren. Und er hat gewonnen. Wow, der muss erst aber sehr schnell sein. Ja, genau. Und es hat auch ganz tolle Bremsen. Und Opa hat gesagt, dass man mit diesen Bremsen auch super schnell anhalten kann. Ich hätte auch gern so einen Korb an meinem Fahrrad. Solche Fahrräder werden heute überhaupt nicht mehr gebaut, Elsie. Und jetzt an die Arbeit. So, bitte, zack. Jetzt hast du einen ganz perfekten Roller. Dankeschön. Toll. Ist ja super. Jetzt ist er ja 1 Million Mal besser als vorher. Aber du musst dich um deinen Roller kümmern. Du musst ihn regelmäßig ölen und die Räder überprüfen, hörst du? Und wenn du das machst, wird er genauso lange halten wie Zeus Fahrrad. Ja, das mache ich. Und nun zu dir, Elsie. Jetzt werde ich mir mal dein Fahrrad ansehen. Wie du. Jedes Fahrrad sollte so eine Klingel haben. Ja, genau. Und auch so einen Korb. Der ist nämlich ganz furchtbar praktisch. Jetzt hast du ein ganz neues Fahrrad mit ganz alten Teilen dran. Dankeschön. Es war mir ein großes Vergnügen. Du bist ja so schlau, Opa. Ach, Dinge zu reparieren gehört nun mal zu den Aufgaben eines Opas. Dein Opa ist einfach toll. Er ist der beste Opa von allen. Die Halloween-Jagd. Hört es denn gar nicht mehr auf? Das ist unfair. Heute darf es eigentlich nicht regnen. Ich wollte doch zur Halloween-Parade in den Park gehen und allen mein Hexenkostüm zeigen. Ich gehe nach Hause zu meiner Mami. Na gut, wenn du meinst. War das Ungeheuer schon hier? Was? Ein Ungeheuer? Nein, bei uns war's nicht. Ungeheuer? Das große, gierige Ungeheuer, das in der Küche über meine Zutaten für die Zimtäpfel hergefallen ist. Und sie überall im Haus versteckt hat.
Und jetzt brauchen wir zwei tapfere Hexen und einen Zauberer, um die vier verschwundenen Zutaten wiederzufinden. Versteht ihr? Also es geht um Zimt und Äpfel, Honig und Lutscherstiele fehlen auch. Ja, und die braucht sie natürlich unbedingt, denn heute Nachmittag wollen wir ja herrliche Zimtäpfel essen. Ich bin ein sehr tapferer Zauberer. Und ich eine sehr tapfere Hexe. Und ich bin die tapferste Hexe der ganzen Welt. Die Halloween-Jagd ist eröffnet. Macht euch auf die Suche. Ich bin die Erste. Nein, warte auf mich. Hey! Im Bad ist nichts. Und im Schlafzimmer ist auch nichts. Ist ja auch kein Wunder. Das Ungeheuer ist ins Wohnzimmer gegangen. Wartet auf mich! Senja, Vorsicht! Gib nicht so an! Nein, nein, Elsie gibt überhaupt nicht an. Sie freut sich und das darf sie auch. Ich hab den Zimt gefunden! Das ist aber schön. Ich geh weiter suchen. Ah, der tapfere Zauberer und die Hexen. Kommt rein. Ins Schlafzimmer. Sei bloß vorsichtig mit Omas Kissen. Kannst du nicht aufpassen? Das tut mir leid. Was ist denn, Puck? Hier sind die Äpfel! Sehr gut gemacht, Senja. Die hab ich doch gefunden. Ja, aber ich war schneller. Draus. Bei den nächsten Sachen bist du bestimmt schneller. Ja, das denke ich auch. Aber das ist doch nicht fair. Elsie hat eine Zutat, Senja hat sich einfach meine geschnappt. Und was habe ich? Gar nichts. Da kann ich ja gleich aufgeben. Unsinn. Ein Zebra gibt niemals auf. Und außerdem, es gibt ja zwei Zutaten, die noch keiner gefunden hat. Und die findest du ja vielleicht. Oh ja, das wäre ganz toll. Ich hab die Äpfel. Und den Honig und die Lutscherstiele finde ich auch noch. Und zwar ganz allein. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn du ganz allein... Ich kann doch nicht aufhören, Oma. Oh, Senja. Los, mach auf. Tut mir leid, die Tür klemmt. Macht euch keine Sorgen. Ich glaube, dass das Ungeheuer ganz woanders war. Los, nachsehen! Der Honig! Der Honig! Recht vielen Dank, Zeo. Aber wir wollen ja gleich essen. Und eine Zutat fehlt mir leider immer noch. Meint ihr, dass der tapfere Zauberer und die Hexen die Lutscherstiele rechtzeitig finden? Na sicher, das ist doch logisch. Nur in Uromas Zimmer sind wir noch nicht gewesen.
Schnell, hier drüben! Nein, da drin! Nein, glaub ich nicht! Zwei kleine Hexen hier drin. Und ein Zauberer suchen hier, hier und dort! Zwei kleine Hexen und ein Zauberer suchen an jedem Ort! Zwar verzagen sie nie, suchen auf Händen und Knien! Zwar verzagen sie nie, aber schnell, gar nichts finden sie! Und ein Zauberer suchen hier und dort. Zwei kleine Hexen und ein Zauberer suchen an jedem Ort. Zwar verzagen sie nie, suchen auf Händen und Knien. Zwar verzagen sie nie, aber gar nicht finden sie. Am Damals besten kannst du mir in die Quere. Ja, weil du mir immer nachläufst. Am besten bilden sie ein Team. Ja, ein Team. Genau, wir bilden ein Team. Eine gute Idee, Zeo. Zusammen wäre es einfacher. Xenia? Aber wozu denn? Wir haben doch schon überall gesucht. Hallo, die Zeit läuft und ich warte. In der Küche. Ich weiß was, schnell! Na komm schon, Xenia, wir sind doch jetzt ein Team. Nein, auch nichts. Gute Zusammenarbeit. Also, da kann ich euch wirklich nur gratulieren. Das war ganz großartig, denn ihr habt das Ungeheuer besiegt. Indem ihr zusammengearbeitet habt. Ihr seid ein ganz tolles Team. Ich glaube, da ist jemand für dich, Xenia. Mami, Mami! Ich habe die Halloween-Jagd gewonnen. Ich bin die beste Hexe der ganzen Welt. Ja, natürlich bist du das, mein Liebling. Nun gehen wir nach Hause. Das Ungeheuer bekommt alle Äpfel. Opa, du bist aber ein freches Ungeheuer. Halt, stehen bleiben. Bleib sofort stehen, Opa. Das sind unsere Zimtäpfel. Das ist wirklich lustig. Halt, stehen bleiben. Wir kriegen dich schon.